So, da geht's weiter. Nach diesem gewollten Cut. Nein. Selbst wenn ich es schaffe, versage ich. Ja. Komm, diese Stelle ist nun wirklich nicht schwer. Ich meine, auch wenn die Teile vielleicht nervig sind. Nicht schnell genug reagiert. Ich wusste, dass das runterfällt, aber dumm angestellt. Ja, und vielleicht sollte ich nicht so das Ganze machen, nicht die ganze Zeit durch die durch. Oh, wieso hat er keinen Doppelsprung gemacht? Ist. Hallo? Ernsthaft? Irgendwie nach einer bestimmten Menge will er da keinen Doppelsprung mehr machen. Also. Och. Wollt ihr mich, Scheißteil, mich verarschen? Ja, das war blöd. Ich hasse das. Hör auf damit. Der macht da keinen Doppelsprung, selbst wenn es nicht reicht. Ich hasse es zu sterben, wenn er nicht mal versucht. Da. Er macht da keinen Doppelsprung, egal was ich probiere. Nö. Er weigert sich einfach. Er springt einfach nur in seinen Tod. Der Tod steht ihm gut. Ach, komm, das jetzt sein. Ey. Was soll der Scheiß? Und es kann auch nicht an der Weite, dass man über einen Zenit ist oder was auch immer sein. Ich meine, da macht er ja locker seinen Doppelsprung. Na gut, da war ich gerade versteinert. Aber dort. Wieso? Wieso, Kid? Und oh. Das macht doch keinen Spaß. Nein, nicht geschafft. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich meine, was soll das? Ich drücke und drücke und drücke Sprung und er macht einfach nichts. Ich will meinen zweiten Sprung haben. Was wird das denn? Wenn ich das zu früh mache, dann habe ich zwar einen Doppelsprung, aber er kommt nicht weit genug. Das ist doch beschissen. Beschissen, sage ich. Und vor allem macht es keinen Spaß. Ich meine, das Spiel ist unfair genug. Ganz ruhig. Nein, oh, Alter. So knapp.
Ja, der hat auch seinen Doppelsprung da wieder nicht gemacht. Ich wollte den zweiten Sprung machen. Ich habe den garantiert noch gehabt. Das war viel zu früh. Oh. Ja, da fliegt er, aber wie? Mit ein bisschen Ruhe geht's vielleicht ja doch. Das war viel zu hektisch früh, was auch immer. Nee. Irgendwie habe ich dort dann wieder meinen zweiten Sprung nicht. Ja, das war komisch. Nee, ich spring einmal ab und der zweite. Was ist mit dem zweiten? Dummes Spiel. Irgendwie. Keine Ahnung. Ja, gut, da könnte der erste durch das Runterfallen verloren gegangen sein. Hm, so knapp. Und kein Save Point. Scheiße. Oh, oh, oh. Shit. Kein Sprung, sondern nur ein langsamer Schritt in den Tod. So. Nein. So, eins hoch, noch eins. Yes. Och, da bin ich doch wieder durch dieses Teil durchgeflogen. Ich hab's genau gesehen. Hin. Das ist nicht so schwer. Das sage ich viel zu häufig für etwas, was eigentlich absurd schwer ist. Aber leider gibt es noch schwerere Sachen. Das war auch knapp. Hm. Gut. Alles gut. Warten. Alles ist gut. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Manch einer von euch hat vielleicht die Gestalt da oben im Mond bemerkt. Nein! Und dann sterbe ich wegen so einem beschissenen Fehler. Sag mal. Gott. Stelle ich mich ja auch richtig blöd an. So. Oh Gott. Was mache ich hier? Damit meine ich nicht, gerade nicht, wieso ich dieses Spiel spiele. Hey.
So, und da bin ich wieder. Auf ein neues. Sag mal. Ach, komm. Ja. Shit. Selbst wenn man nicht stirbt, ist man so gut wie tot. Nein. Das musste nun wirklich nicht sein. Ach. Ach, so dämliche Tode. Gut. Macht mir das Leben auch irgendwie, glaube ich, gerade selber schwer. Mist. Das war strange. Und das war wieder durch die Plattform. Hooray. Go, Kid. Go, Kid. Nein, das war nicht Go, Kid. Das war zu weit, Kid. Ach, dummer Medusa-Kopf. Das war knapp, Medusa-Kopf. Das war auch knapp, Medusa-Kopf. Nicht ganz so knapp, aber knapp genug. Und bam, Mann! Das war viel zu früh. Na, Mann. Oh Gott. Gerade habe ich so eine Ahnung, wieso ich den ganze Zeit nur einen Sprung hatte. Wenn es eigentlich nicht so aussah, könnte es sein, dass ich zuerst über die Kante gesprungen bin. Also zu weit gerannt bin, bevor ich das erstmal abgesprungen bin. Wodurch das über die Kante laufen als erster Sprung zählt und ich nur noch den zweiten gemacht habe. Gott. Nein, nein, zu weit dagegen gedrückt. Das war zu langsam. Gut, komm. Es kommen noch viel schwerere Stellen, Kid. Darfst du nicht an sowas scheitern. Natürlich, wenn es dir Spaß macht, darfst du natürlich auch dich versteinern lassen und in eine Stachelwand dich schleudern lassen. Merkt man davon eigentlich dann noch allzu viel? Ich meine, er ist versteinert. Dann sind die Stacheln auch schon ein bisschen Overkill, da würde eine normale Wand normalerweise reichen. Zu vorsichtig. Und
Aber man hat mit der Zeit, positiv gesehen, immer das Gefühl, dass ich besser werde an den jeweiligen Stellen. Ich komme viel besser jetzt da oben hin. Versage trotzdem noch da. Mehr kann ich hier jedes Mal einen Doppelsprung. Hä? Was zur Hölle war das? Und... stopp. Irgendwie wollte ich dort drauf, bevor das in die Stacheln geht. Gar nicht gut. Und dann kann der dumme Medusa-Head. So. Mist, nicht hoch genug. Dumme Hexe. Vermutlich Medusa. Also aus Toho. Aber es könnte auch eine fast generische Hexe sein. Ach, muss das denn sein? Nein, ich weiß, dass man da drüber springen kann. Naja, irgendwie muss man ja auch da überleben. Man kann auch direkt mitfahren. Ich weiß, dass das auch geht. Aber... da muss man natürlich während der Fahrt... Mist, der zweite Sprung nicht gemacht. Aber das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Muss das sein? So. Upsala. Und rechtzeitig für die Fahrt. Oh Gott, das war mies. Mies, gar nicht grün. Dabei soll es grün sein, super grün. Und warten. Es lohnt sich gar nicht, sich da unten so zu beeilen, aber... mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich sie so anlocken muss oder ob sie automatisch nach einer Zeit kommen würde. Das war knapp. Mist! Ich hatte auf jeden Fall den zweiten Sprung noch über. Das kann, so schwer ist das gar nicht. Ich muss mir nur lange noch einreden, dann glaube ich irgendwann wirklich, dass das schaffbar ist. Guck, das klappt doch super. Ja, ja, mach den Mund auf und der Fail ist dir sicher. Wie das klappt? Überhaupt zu sagen, das klappt doch gut, wenn man 20 Minuten an einer Stelle sitzt oder so. Schon ein bisschen ironisch. Und nur weil besser als totales Versagen ist, fast totales Versagen, nicht gerade etwas, worauf man stolz sein sollte.
Ich hab's versucht, ich wollte nicht noch eine Runde warten. Und ohne das Versteinern hätte ich, glaube ich, auch gute Chancen gehabt. Die sollten Mut viel mehr belohnen, diese Medusa-Heads. Ich weiß auch nicht, was sie da macht. Abstürzen? Wieso macht er deinen Sprung nicht? Auch wenn ich da runterfalle. Einen Sprung habe ich, das weiß ich. Was war das? Das war merkwürdig. Das war versteinert. Das auch. Schon besser? Ja, viel schlechter geht's ja auch nicht. Wow. Das war knapp. Eigentlich schon fast versaut. Ach, und das habe ich versaut. Komm schon. Ich will nicht weiterkommen. Der nächste Boss, der nicht mehr allzu weit entfernt ist, wird genug Videos brauchen. Da muss ich nicht, hier so viel Zeit verschwenden. Da hat er den zweiten Sprung auch nicht gemacht. Ich muss wieder zu weit an die Kante gerannt sein. Ja, ich weiß auch nicht, nach welchem Prinzip der mich manchmal trifft. Ich bin jedes Mal auf derselben Teil. Ich stehe auch fast genau gleich. Versagt. Naja, der nächste Boss passt wenigstens besser zum Setting. Weil ich meine, Birdo am Ende eines Friedhofs, ein Metall-Birdo am Ende eines Friedhofs ist so, okay. Das macht nicht Sinn. Und Mike Tyson am Ende von, naja, sagen wir einfach über den Wolken ist auch so. Über den Wolken. Yes. Guck, und dieser Speicherpunkt ist wieder nur dank Medium da. Sonst müsste ich diesen herrlichen Raum auch noch anschließen. Und dieser herrliche Raum beinhaltet neben Stacheln und Medusa-Heads und damit verbunden jede Menge Tod auch noch ein paar tatsächlich sehr glitschige Teile, weil die dich gerne mal, wenn du auf der unteren stehst, durchschieben. Die sind ja leicht höhenversetzt. Oh, scheiße. Und deshalb ist es mir teilweise echt nicht gut zu kontrollieren. wo du gerade drauf stehst. Und das macht es nicht, vielleicht nicht hundertprozentig glitschig, aber sehr unberechenbar. Und einfach nur wahr. Guck, da war es auf jeden Fall so, dass ich komplett durchgefallen bin. Kann mir keiner erzählen.
Das muss auch, wenn man versucht, mit wenig Toten durchzukommen, muss das hier halbwegs anstrengend sein. Einfach, weil man so halbwegs unverschuldete Tode hier bekommt. Ah, den Raum will ich jetzt eigentlich noch. Yes! Ach ja, Medusa jetzt. Irgendwie... Yes, endlich! Ja, nächster Raum ist der Boss, da der auch eine kurze Geschichte erzählt. Kommt der Boss im nächsten Video und vermutlich im übernächsten Video und im überübernächsten Video und im überübernächsten Video und ihr wisst, wie das läuft. Man sieht sich. Macht's gut.